Hallo liebe Genossen, Comrades und Tovarich, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. Und in dieser Folge, liebe Genossen, da werden wir uns anschauen, was General Winter hier mit unserer kleinen Volksrepublik angestellt hat. Denn es waren umfangreiche Planungs- und Bauarbeiten notwendig, um auch Herausforderung der Deadman Challenge entgegentreten zu können. Na, und dazu ist es ja notwendig, dass uns erstens nicht mehr wie traditionell jedes Jahr im Dezember ein Viertel der Bevölkerung wegstirbt. Und zweitens wollen wir auch den Zugewinn an Bevölkerung, den wollen wir auch vernünftig unterbringen, den wollen wir gut versorgen können. Das sind unsere Bauarbeiter der Zukunft, Genossen. Ne? Und im Rahmen des weiteren Aufbaus ist es absolut notwendig, dass wir diese zukünftigen Genossen, diese Kleinen, die jetzt noch teilweise noch ungeboren sind, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass wir die hier jetzt schon vernünftig mit einplanen, um die zukünftig dann auch nutzbringend hier einsetzen zu können, Genossen. Ne? Denn wir planen voraus, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Und was ich euch zeigen möchte, jetzt direkt, das fragt ihr euch sicher, ne? Ja, wir sehen nämlich hier am Horizont, wir fahren jetzt hier gerade raus mit dem Bus Richtung Kiesgruben, deswegen, wir fahren jetzt hier Richtung Waloka auf unserer Trolleybusstrecke. Und ihr seht schon, was macht denn ein Kraftwerk da hinten, Astral Silber? Da war doch noch nie ein Kraftwerk. Genossen, umfangreiche Bauarbeiten habe ich angesprochen, denn auch aus den Zuschauerkreisen erreichen mich wichtige Hinweise, was die Gesundheit unserer Bevölkerung betrifft. Und die Eingaben, teils tieffachlich verwurzelte Statements, werden hier natürlich gerne zur Kenntnis und auch in Beachtung genommen. Nicht nur zur Kenntnis, Genossen. Zur Kenntnis nehmen kann man vieles, ne? Nein, wir haben es auch beachtet, wir haben die Hinweise auch aufgegriffen und sind dabei, diese umzusetzen. Ja? Und was da so geschehen ist, Genossen, das schauen wir uns in der heutigen Stunde an, die ich jetzt mal stelle. Ja, so, die Zeit läuft und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, heute mit dabei zu sein. Eins verspreche ich, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, bis gleich. Bam, 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 bam. Ja, hallo, liebe Genossen. Da sind wir immer noch unterwegs hier in unserem Bus. Aber ich denke, das ist auch ganz gut so. Denn grundlegend, die Deadman Challenge läuft, Genossen. Es wurden keinerlei Bevölkerung eingekauft oder ja, es gibt ja nur die Möglichkeit, ne, die Einwanderer einzukaufen. Und der Stand heute stellt sich wie folgt dar. Ich rufe uns das mal gerade auf, dass wir uns mal die Statistiken hier anschauen können. Ne? Astral, ruf uns das mal auf, die Bevölkerungsstatistik. Wo ist sie denn? Hier ist sie, Genossen. Also, wir sind jetzt Ende Januar 73, minus 13 Grad. Das ist richtig kalt und das ist ein großes Thema, Genossen. Aber da gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Vorab wollen wir uns mal die Statistik anschauen. Vor allen Dingen des letzten Jahres, würde ich vorschlagen. Ne? Und hier sehen wir die Todesfälle, Genossen. Zwar haben wir Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember einen großen Ausschlag. Ihr seht es, ne? Ich kann mit der Maus da jetzt nicht hinfahren, sonst verschwindet es wieder. Das, denke ich, aber war auf meine eigene Fehlplanung wieder zurückzuführen. Oder besser gesagt, auf Bauarbeiten, die ich da vorgenommen hatte, die dann zum Erliegen der Heizungsversorgung führten. Also ich denke, dass wir uns den zweiten Ausschlag in dieser Grafik hier wegdenken können und selbst mit dieser Fehlplanung sehen wir, dass wir ja immer noch von den Todesfällen her auf jeden Fall unter den Geburten liegen. Zwar ist das durch eine Reihe von Fluchten wieder, die Bilanz hier ein bisschen verzerrt worden, aber da werden wir auch dran arbeiten, dass das nicht mehr vorkommt, Genossen, ne? Das seht ihr auch, das war auch hier jetzt durch den Kälteschock, den unsere Bevölkerung hier verdauen musste. Und kann ich schon gut nachvollziehen. Ja, es hatte sich, ich dachte ja erst, ach, kommst ja hin mit den Heizkraftwerken, Astral, ne? Der Winter ist da, kein Problem, fang an, ein paar Heizkraftwerke zu bauen.
Und dann kommt das alles gut, Genossen. Aber so war es leider nicht. Und es kam auch nicht gut. Wirklich nicht. Und es kam auch mit dem zweiten Heizkraftwerk nicht gut und nicht mit dem dritten und nicht mit dem vierten. Und das fünfte hat es auch nicht wirklich besser gemacht. Ja, von daher, naja, waren das auch teilweise richtig große Lernfortschritte, die hier notwendig waren, um das Heizungssystem zu verstehen. Zu verstehen ist zu viel gesagt, Genossen. Um ein Gefühl zu bekommen für das Heizungssystem. Und ich habe wirklich versucht, auch im Steam-Chat, also Chat nicht, wie heißt denn das? In dem Steam-Forum heißt das, genau, im Steam-Forum, weitere Informationen dazu zu erhalten. Und selbst der Entwickler äußert sich in der Form, als dass es wohl unmöglich sei, das Heizungssystem wirklich zu durchschauen oder zu verstehen. Ja? Also vieles ist da, sind wohl so viele Variablen mit eingebaut, dass dass es aber umso wichtiger ist, ein paar grundlegende Faktoren zu bedenken, Genossen. Und bevor wir jetzt hier die nächste Runde zum Kieswerk drehen, würde ich vorschlagen, dass wir hier aussteigen und dass wir uns das mal am Beispiel von Kolditz anschauen jetzt, Genossen. Ja? Dann fliegen wir mal rüber hier und lassen den Genossen seine Fahrdienste weiter verrichten. Also, hier die blenden wir aus, die Fenster. Rüber nach Kolditz, Genossen, wie schön. Da liegt es hier im Schnee und ihr seht schon, es ist eine ganze Menge passiert hier in Kolditz. Ja, vielleicht mal vorab der Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden. Der hat auch Früchte getragen, Genossen. Leider haben sich hier die Kapitäne im Ruhestand durchgesetzt und Kolditz ihren Wünschen entsprechend hin zu einem kleinen Hafenort ausgebaut, Genossen. Und da hat auch mein Widerstand nichts genützt. Das wurde hier durchgesetzt und so sieht es halt heute aus. Man mag davon finden, was man will, aber was sehr schön ist auf jeden Fall, sind hier diese Spiegelungen des Leuchtturms auf dem Wasser. Ne? Das macht richtig was her, wenn man sich das mal so betrachtet. Ja, das sieht schön aus. Also das gefällt mir richtig gut. Und der Leuchtturm, den packe ich euch auch gern wieder mit in die Beschreibung. Der ist ein Modgebäude. Der fungiert als Wohnhaus. Ne? Wenn wir noch ein Weilchen hier sind und es nochmal dunkel werden sollte, Genossen, dann können wir uns auch anschauen, wie der schön leuchtet. Denn das sieht auch sehr nice aus. Ja, das Heizungssystem. Hier war ich stehen geblieben, Genossen. Und ich blende uns mal jetzt hier das Overlay ein. Was wir hier sehen, sind die Kesseltemperaturen in den einzelnen Gebäuden. Wir sehen jetzt hier Temperaturen, die im Bereich liegen zwischen, über Daumen gepeilt, zwischen 63 Grad. Hier ist das Niedrigste, was mir jetzt ins Auge fällt. Und 70 hier, ne? 73, 74, sowas um den Dreh. Das reicht das reicht auf jeden Fall aus, Genossen. Dass wir hier die Wohnraumtemperatur von 24 Grad, das ist die Lieblingstemperatur unserer Genossen hier. Ja, schön, schön kuschelig. Das reicht dafür aus, dass wir die in den Wohnungen erzeugen. Ne? In den Industriegebäuden, soweit ich gesehen habe, hier bei der Bäckerei ist es jetzt wieder anders, aber in den Großindustriegebäuden, da sind eigentlich 20 Grad nur als anstrebenswertes Ziel. Ja. So, Genossen, was hatte ich probiert? Ich hatte ja probiert, hier Kolditz zu beheizen, indem wir hier ein Heizkraftwerk aufbauen, Genossen. Ein richtig schönes, großes Heizkraftwerk. Und das war das Standard-Heizkraftwerk hier aus dem Game auch. Ne? Ihr kennt es ja, das ist auch das, was in Strausberg vorher stand. Hier dieses. Und hier stand es auch ungefähr. Nee, das stimmt gar nicht. Das hatte ich hier nicht hingebaut. Das war nicht das ganz große, das war das kleinere. Ja, das war dieses hier, ne? Weil ganz in der alten Episode, da sieht man ja noch, wie diese kleinen Heizkraftwerke, wie zwei Stück davon hier stehen. Hier steht eins und hier steht eins, Genossen, ne? Und dann steht hier auch noch eins mittendrin. Und
ein kleineres hier unten. So, und aufgrund der vorgebrachten in den Kommentaren als unendlich nützlicher Hinweis eingebrachten Bemerkung mit der Gesundheitssituation, besser gesagt der Beachtung der Verschmutzungssituation hier in unserer Republik. Na, die Gesundheitssituation hat sich so dermaßen gebessert durch die Entfernung der Verschmutzung, Genossen. Ihr seht es hier, die Durchschnittsgesundheit. Ja, was heißt Durchschnitt? Aber in dem Gebäude auf jeden Fall. Hier haben wir sogar auch einen ganz gesunden mit 100%. Genossen, 100%. Ja, wo wohnt er denn hier in seinem kleinen Häuschen? Wer ist denn hier der gesündeste Bürger unserer Republik? Einer wohnt hier und das ist er hier, der gesunde überhaupt. Genossen, wie heißt er? Arischkova Natalia Alexandrova wird 90 Jahre alt werden und ist jetzt 48. Ah ja. Also sie ist so gesund, Genossen, sie ist ein Vorbild hier für jedermann. Lebt hier in ihrem kleinen Häuschen glücklich und friedlich vor sich hin. Bescheiden. Ah, hat ihre Ruhe, ne? Da kann sie ganz froh sein, ja. Genossen, ihr seht es hier, das haben wir auch, unsere Bautrupps haben hier die Universität errichtet, denn ein wunderschönes Gebäude, wie ich auch finde, es ist eine Kunstuniversität, Tanzen, ne? Also Art School mehr oder weniger, oder Ballett auch, denn ich denke, bislang ist die Förderung der Kunst, Genossen, in unserer Republik doch ein bisschen zu kurz gekommen, sind wir doch mal ehrlich. Was haben wir denn für die Kunst bisher getan? Was haben wir für den Künstler getan? Gut, wir haben diverse Baudenkmäler, besser gesagt, diverse Skulpturen in Auftrag gegeben. Ne? Da konnten sich unsere Künstler schon mit durchschlagen. Aber die darstellende Kunst, die kam wirklich zu kurz. Und als mir im Workshop hier diese schöne Akademie dann über die Füße, ja, als ich darüber stolperte, so sagt man es, ne? Da dachte ich, Mensch, das wäre doch vielleicht was für unser Kolditz, Genossen. Ne? Blenden wir mal das Overlay hier mit der Gesundheit wieder aus. Das habe ich euch gezeigt, dass die Gesundheitsversorgung jetzt hervorragend ist. Und ich überlege gerade, ob ich hier auch die Verschmutzungssituation mal anzeigen kann. Ich hatte hier mal irgendwann so einen Verschmutzungssensor. Ah, Genossen, wenn wir den finden, hier hinten ist einer, das weiß ich wohl hier. Nur, wie weit der jetzt geht. Zeig mal, können wir hier rüber schauen nach Kolditz damit? Ah ja, bis zur Burg hin, ja. Ja. Ach ja, die Burg, Genossen, es gab ein Unglück auf der Burg. Ein riesiges Unglück, Genossen. Aufgrund eines magischen Ereignisses. Also man weiß nicht, wie es passierte, wurden all die schönen Türme unserer Burg hier durch dieses Gebäude ersetzt, Genossen. An derselben Stelle, mit derselben Ausrichtung, aber ein anderes Gebäude. Ne? Das ist ja jenes, was wir vorher hier in der Kleingarten- oder neben der Kleingartenkolonie als Mehrzweckhalle im Einsatz hatten. Und ich denke, dass der Modder hier sein Modpaket neu sortiert hat oder... Ja, es ist die einzige denkbare Erklärung für mich. Und dass im Rahmen der Neusortierung die Gebäude gemixt wurden, sodass alles, was vorher hier der schöne Turm war, Genossen, ist jetzt dieses Gebäude hier. Und wer sich erinnert, hier stand vorher auch so eine wunderschöne orthodoxe Kirche. Die hat sich verwandelt in dieses Gebäude hier, Genossen. Ja, auch ein super schönes Gebäude, super schöne Kirche. Ne? Sind wir da, das, hier, schaut, das mit der Malerei auch hier. Ja, das ist schon nice. Und dieses Gebäude, Genossen, das hatte ich nämlich auch vorher hier drüben in Strausberg errichtet. Ganz bescheiden, das hatte sich hier versteckt, ihr Lieben. Das hatte sich hier irgendwo versteckt. Wo war es denn? Hier vorne, ne? Ja. Ich drehe uns mal um, dann ist es leichter zu finden. Hier, Genossen, hier hatte ich das hingesetzt. Und dieses Gebäude ist jetzt hier unsere schöne orthodoxe Kirche, die zuvor auf der Burg mitstand. Ne? Also die haben alle einmal Bäumchen wechselig gespielt.
Aber dieses hier gefällt mir hier auch in dem Setup. Okay, es ist recht unbescheiden und prunkvoll und erstreckt sich auch ein bisschen. Es ist gewachsen, genossen. Es erstreckt sich auch ein bisschen hier über die Tischtennisplatten, ne? Aber ja, genau, das hat sich mit dem, das hat damit den Platz getauscht sozusagen. Und die bescheidene Mehrzweckhalle, die hier vorher stand, neben unserer Kleingartenkolonie, ist nun ja etwas weniger bescheiden. Ihr seht es hier, eine Kirche für 600 Leute geworden, Genossen. Ne? Ja. Da haben die Kleingärtner wohl alle zusammengelegt und gesammelt jedes Jahr. Der Kuchenbasar war super erfolgreich und haben sich hier in diese prunkvolle Kirche rausgelassen. Ja. Ja, Genossen, das waren die überraschenden, auch für mich super überraschenden Ereignisse hier auf der Kolditzer Burg. Das war die magische Nacht des Gebäudetausches. Und das habe ich euch gezeigt. Die Umgestaltung von Kolditz hin zu einem kleinen Ort. Wir haben uns die Heizungstemperaturen angeguckt. Wir haben auch gesehen, dass Kolditz gut versorgt wird, Genossen. Und ich war dabei, euch zu berichten, dass hier mehrere Heizkraftwerke standen. Also die hatte ich hier aufgebaut. Und es hat aber nicht ausgereicht, nicht mal hier mit diesem Heizkraftwerk, was hier, ihr seht es, was hier steht. Ja, die haben jetzt keine Arbeiter. Das ist natürlich, da kommt der Bus mit den Arbeitern, ne? Jetzt sind sie wieder voll, ja. Im Winter, wenn die Straßen verschneit sind, fahren die Fahrzeuge weniger, Genossen, oder langsamer. Und das führt dann dazu, dass teilweise der Schichtwechsel verpennt wird. Das gefällt mir auch nicht, aber so ist es halt. Ja, das ist halt hier das kleine Heizkraftwerk aus dem schönen Paket hier, was ich euch in dem Special mal gezeigt hatte. Und das wird versorgt hier vor Ort durch einen kleinen Hafen. Ja, der kann 50 Tonnen Kohle hier speichern. Und dieser Hafen wiederum wird hier durch unsere kleine Barkasse versorgt mit den 40 Tonnen, Genossen, 40 Tonnen Fassungsvermögen. Ja, der pendelt halt hier rüber nach Strausberg. Das heißt, wenn er leer ist, holt er was Neues. Und die Kohle vom Hafen, das holt unser kleiner hier. Super schöner W50. Ja, der Autosave, war ich gerade in der Bewegung drin. Hier, super schöner W50, Genossen. Der kleine Kipper. Ja? Gefällt mir richtig gut. Der ist auch grau mit rotem, also das Fahrgestell, der Rahmen sozusagen. Das ist auch alles schön rot gemacht. Ja, das ist richtig schönes Fahrzeug. Und der reicht hier aus, passt hier auch super mit rein in das kleine Gebäude, ne? Um hier das Heizkraftwerk mit Kohle zu versorgen. Ja, das ist das Prinzip hier des kleinen Heizkraftwerkes. Das geht dann durch diese 100 Kubikmeter Leitung in diesen, Switch, ne? In dieses Array. Ja, wie heißt das? Ein Sammler, ne? Also der sammelt das hier zusammen, ist eigentlich eine Pumpe mit anderen Worten. Er sammelt das hier zusammen und gibt das hier in diese lange Leitung ab. Diese Leitung hier, Genossen, fungiert als weitere Zuleitung und kommt hierher. Ja? Aber wo das herkommt, das schauen wir uns gleich an. Denn die Heizungsversorgung hier in Kolditz, das ist wirklich, das war beinahe Mission Impossible, Genossen. Und ich muss ja auch sagen, dass das für mich auch richtig teilweise frustrierend war, dann nicht die gewünschten Erfolge zu sehen. Deswegen, wir sind jetzt auch in 73, weil der letzte Winter, Genossen, sich auch wieder als besonders unschön erwiesen hat vom Bevölkerungswachstum her. Und ihr seht es, wir sind jetzt über 10.000. Das heißt, selbst bei minus 6 Grad, wir wachsen hier und das ist einfach fantastisch. Wir brauchen diese Sicherheit. Wir brauchen diese Sicherheit, dass unsere Bevölkerung nicht wegstirbt, um weiterhin dann gut expandieren zu können, Genossen. Ne? Ja. Die Heizungsversorgung. Wie gesagt, hier haben wir 24 Gigajoule Heat, das kleine Heizkraftwerk. Und die Verschmutzung hält sich hier auch in Grenzen. Das können wir uns auch mal anschauen. Das ist recht übersichtlich. Ja.
Bei der Verschmutzung muss ich auch ganz deutlich sagen, das ist einer der Faktoren, den ich zuvor zu Unrecht ignoriert habe. Ne? Also da habe ich nicht so viel Wichtigkeit aufgelegt. Auf jeden Fall nicht so viel, wie es hätte vielleicht sein müssen. Ja, können. Sollen. Ja, Genossen. Das ist das kleine Heizkraftwerk. Und nachdem hier dieses Pulk von Heizkraftwerken, nachdem das alles nicht funktioniert hat, hier unser schönes kleines Kollitz zu versorgen, Genossen, kam die Bulldozer-Kompanie anmarschiert, hat das alles weggerissen und wir haben wiederum Anleihen bei unseren Genossen in der Schweiz, die Schweizer, genommen und dieses Gebäude hier errichtet, Genossen, ein Holzheizkraftwerk der allerersten Güte. Ihr seht es, wir hatten gerade 24 Gigajoule, hier sind es 828 Gigajoule maximale Hitze. Dafür kann das Kraftwerk auch, wenn es denn voll läuft, am Tag, glaube ich, 120 Tonnen Holz, also keine Bretter, sondern Holz verheizen. Und Genossen, wir sind ja hier auch im Sinne von, ja, wir könnten es natürlich positiv verkaufen. Wir könnten sagen, ja, guck mal, hier Holz, ein nachwachsender Rohstoff, das ist gut für die Umwelt. Und wir sind ganz ehrlich, Genossen, wir wollen nicht unser teures Exportöl verbrennen, wenn wir auch unsere Wälder verbrennen können. Ja, da sparen wir uns das Öl ein, verkaufen das lieber an unsere Nachbarn und hacken unsere Wälder ab und schmeißen die ins Feuer, Genossen, damit sie uns einen wohligen, warmen Winter bescheren. Denn ihr seht es, die Wälder, die sind schier unendlich und wenn ich es nicht vergesse, dann werden sie auch regelmäßig aufgeforstet. Ja, von daher ist nur natürlich die Versorgung mit der Menge, das ist ein bisschen kritisch, Genossen. Ne? Da haben wir hier dieses komplette Distributionsbüro, was, naja, hier bei den Holzfällern das Holz abholt. Ihr seht es hier, ne? 4 Holzfällerposten sind es ja mittlerweile. Und das Holz nicht nur hier zum Kraftwerk fährt, sondern auch nach Kolditz in Ort rein, um dort im Sägewerk zu Brettern verarbeitet zu werden. Ja. Nur die Bretterproduktion, das ist überschaubar. Da brauchen wir wirklich nicht so viel von, ne? Und auch hier die Verschmutzungssituation, da sehen wir aber, dass ein deutlich, deutlich roter Bereich hier ist, Genossen. Ne? Ich denke aber, dass das vielleicht auch aufgrund der Ölförderung hier ist. Denn das ist ja unser Ölgebiet und eigentlich da, wo wir hier Öl fördern, ihr seht es, ist es komplett rot. Ja? Beim Kraftwerk hier in Richtung Kolditz geht es eigentlich. Da ist hier ja schon wieder alles grün. Ne? Schau mal, ja. Nur hier nach links rüber, da wird es richtig rot, Genossen. Von daher, das Kraftwerk, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Windrichtung liegt, ob das mit eingerechnet wird. Sonst wäre es theoretisch denkbar, dieses Kraftwerk, das packe ich euch auch mit in die Beschreibung, vielleicht auch direkt im Ort zu errichten. Ne? Gut, das habe ich aber nicht ausprobiert und dachte, es ist eine gute Idee, den Empfehlungen aus der Bevölkerung hier zu folgen und besser gesagt aus der Zuschauerschaft hier, was ja die Elite der Bevölkerung darstellt und die Kraftwerke außerhalb der Ansiedlung zu errichten. Ja. Genau, ihr könnt es euch vorstellen, das hat viel hin und her bedeutet, das hat viel aufbauen, abreißen und wieder aufbauen und wieder abreißen bedeutet. Von daher, das haben wir auch nicht alles durch unsere Konstruktionsbüros errichtet, Genossen. Denn dann, ja, dann wären wir noch die nächsten 24 Jahre damit beschäftigt gewesen. Ne? Das ging dann über die Autobaufunktion. Und ihr seht es ja auch, wir waren vorher bei 30 Millionen Rubel. Ja, ich denke, ich habe locker 12, 13, 14, 15 Millionen Rubel verbaut und wieder abgerissen und wieder verbaut und wieder abgerissen. Ja. Ich denke aber auch, dass Kolditz davon profitiert und sich zu einem wirklich schönen Ort langsam entwickelt.
Hier haben wir jetzt auch eine kleine Insel genossen, die hier vorgelagert ist. Hier sind zwei kleine Passagierterminals. Ja. Aber ich dachte, ein Terminal, den könnte man vielleicht benutzen hier für die Universität, nur für die Studenten. Und einen, um hier... den haben sie auch fertig gebaut, Genossen. Sehr schön. Der muss gerade fertig geworden sein. Nice, nice, nice. Um einen Pendelverkehr hier rüber zu organisieren, Genossen. Denn die Arbeiter, die hier ankommen würden, die könnten theoretisch in der Kohlemine arbeiten oder hier im Heizkraftwerk. Ja. Genau, da für diese Verbindung hier wird gerade das Schiff nämlich gebaut. Vielleicht ist das auch schon fertig. Können ja mal rüberschauen hier. Ne, das ist noch nicht fertig, Genossen. Das ist noch nicht fertig. Ihr seht es aktuell ein Hopper. Ich will doch... Nee, es soll kein Hopper werden. Es sollte hier eine Rakete werden. Click to prioritize. Ja, prioritize, please. Nein, denn Hopper abbrechen. Cancel all production. Ja, Genossen, da war ich wieder nicht... habe ich nicht aufgepasst, ne? Bauplan auswählen und jetzt die Rakete. Und da wollte ich eigentlich zwei Stück von haben. Okay, jetzt bauen wir eine Rakete und die nächste ist noch eine. Gut. Gut. Mehr Aufträge werden jetzt nicht erteilt, Genossen. Das warten wir von hier aus ab. Gut, Rakete wird gebaut. Die soll nämlich hier rüber pendeln, ne? Die soll hier unseren Genossen ermöglichen, den Fluss zu überwinden. Ja, ich überlege gerade, ob es hier in Kolditz noch bemerkenswerte Neuigkeiten gibt. Ich will euch mal die Verbindung zeigen hier des Heizkraftwerkes. Denn das hier sind drei von den großen Leitungen. Mit insgesamt 3x300, also 900 Kubikmeter Heizwasser können hier durchbefördert werden, Genossen. Und was ich festgestellt habe, was allerdings auch aufgrund mühevoller oder ja mühsam erworbener Erfahrung festgestellt habe, weniger Pumpen ist besser, Genossen. Weniger Unterbrechung der Leitungen sind besser. Mit jeder Unterbrechung, habe ich das Gefühl, nimmt die Temperatur ungehörig ab, also in einem Maße, was nicht nachvollziehbar ist. Und ja, von daher habe ich dann versucht, möglichst lange, ununterbrochene Abschnitte von den Fernwärmeleitungen herzustellen. Ne? Ja. Ihr seht es, das läuft dann vom Heizkraftwerk bis hierhin. Ne? Das ist aus dem Mod-Paket hier das, die 6er Pumpe mit den 6 Anschlüssen. Und von da aus gehen aber auch nur noch zwei weiter. Weil erst hatte ich auch, glaube ich, 3 hier. Aber irgendwo funktioniert das Heizungssystem in meiner Vorstellung auch ein bisschen mit Druck. Und ich habe das Gefühl, dass das auch hier sich im Leitungsbau abbilden muss. Ja? Dass du quasi von einer dickeren Hauptarterie hin immer weiter verfeinerst. Ja, hier sind es nicht so viele Verfeinerungsschritte, aber quasi bis hin zu den Kapillaren der Wärmeversorgung hier in unseren Ortschaften, Genossen. Ja. Und das war eine teuer erkaufte, mühevolle Erfahrung. Das heißt, möglichst viel Zuleitung, um dann immer weniger werdend weiterzuleiten. Habe ich das so halbwegs? Ja, naja, gut. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, ja? Ihr wisst hoffentlich, was ich hier meine. Und hier bei Kolditz, wo wir hier gerade sind, Genossen, dann zeige ich euch noch eine Neuerung. Die seht ihr nämlich hier, Genossen. Das ist es. Das ist eine Ladestation. Das ist die normale Vanilla-Ladestation für Flüssigkeiten und... das ist die Einbahnversion. Seht ihr hier an dem Pfeil? Ne? Das heißt, hier wird reingefahren, hier wird geladen und hier wird weitergefahren, Genossen. Weil bislang war es so, dass hier der Treibstoff aus diesem Fass geladen wird. Und das führte hier zu Staus auf der Autobahn, Genossen. Ne? Gerade wenn hier 5, 6, 7, 8 von den Minol-Lastern standen, dann standen die bis hier rüber, haben hier alles blockiert, um hier dann irgendwie zu laden. Und das geht natürlich nicht, Genossen. Ne? Das hat mir gar nicht gefallen. Die Autobahn, die muss frei bleiben. Ja, deswegen haben wir hier hier. Aus der Ladestation heraus
aus der Straßenüberquerung quasi noch einen Abzweig geschaffen, hier noch die Eisenbahn überquert, hier das neue Lager errichtet, Genossen. Na, herrlich, dass jetzt das abtaut hier. Und von dem Lager aus dann hin zu der Ladestation die Pipeline-Verbindung geschaffen. Ja. Genau, das gefällt mir sehr gut. Das ist okay. Ja, das ist nice. Ja, hier Burgkoll, jetzt schauen wir mal drüber hinweg. Da überlegen wir uns, was wir damit machen, Genossen. Viel schöner ist es, dass wir jetzt auch mal im Tageslicht, besser gesagt ohne Schneedecke, hier unsere Heizungsversorgung anschauen können. Denn ihr seht es hier, es ist ein Spinnennetz sozusagen. Hier diese drei Leitungen, die kommen von unserem Holzkraftwerk. Ne? Und hier habe ich sie jetzt auch nur noch in zwei weitere Leitungen reinlaufen lassen. Vorher waren es hier auch drei, aber eine hatte ich auch wieder abgerissen und festgestellt, es funktioniert besser in dem Falle, wenn weniger Zuleitungen sind hier in das bestehende System hinein. Ne? Auch untereinander quasi so ein, nicht nur ein Kreislauf, so ein, so ein ganzes, ein Netzwerk sozusagen von den Pipelines. Irgendwo hatte ich das Gefühl, als ob sich teilweise die Pumpen gegenseitig blockieren dann. Ja, dass du super Infrastruktur hast, aber als ob die gegeneinander pumpen würden und keine Wärme ankommt im Endeffekt, Genossen. Ne? Ja, und hier nochmal die Verschmutzung in Kolditz. Jetzt habe ich hier nämlich auch unseren Sensor gefunden, Genossen, und ihr seht es, es ist allergrünst. Grüner geht's gar nicht mehr hier. Ja, das ist herrlich, das ist richtig sauber hier die Ecke. Und unsere kleine Brotfabrik, die macht hier auch keine Ärger. Ne? Das wird nicht mal gelb. Ja. Vielleicht hier hinten beim Heizkraftwerk, da können wir mal schauen. Na, da reicht die Reichweite, so weit geht er nicht. Ne? Da haben wir denn unseren anderen Kameraden hier. Ja. Naja, hier ist es schon rot, ne? Wenn auch beim Heizkraftwerk direkt nicht so wirklich. Aber gut, die Abgase, die gehen ja natürlich auch ein bisschen weiter. Höhere Schornsteine, dachte man ja auch, ist die Lösung, ne? Höhere Schornsteine. Aber ja, hat sich ja dann auch nicht wirklich durch... Ja, doch für eine Zeit lang doch schon durchgesetzt, nur ist es auch nicht nachhaltig, weil... Irgendwann ist ja Schluss, ne? Irgendwann ist Schluss, Genossen. Kolditz, würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal ausreichend betrachtet. Kommen wir zu Strausberg, Genossen. Denn auch in Strausberg, die Veteranen erinnern sich, hier stand das Kohlekraftwerk, hier stand das Heizkraftwerk. Und die Gesundheitssituation war... Naja, mittelprächtig. Also Durchschnittsgesundheit lag bei 68-70%, vielleicht auch nur bei, hier in der Kleingartenkolonie waren es nur so 58 um den Dreh. Und jetzt liegen wir bei, ihr seht es hier, das sind mit die gesundesten Genossen hier. 87, auf jeden Fall über 80% und auch hier in der Stadt selber. Hier gut, hier sind es 78, aber die leiden auch noch unter den Spätfolgen des Kraftwerkes hier. Auch sonst seht ihr, hier liegen wir jetzt über 80%, teilweise knapp darunter. Und das reicht aus, um unsere Lebenserwartung, Genossen, die unserer Bevölkerung in nicht gekannte Höhen hier zu heben. Ne? Durchschnittliche Lebensdauer 84 Jahre. 84 Jahre vorher haben die nicht mal Renteneintrittsalter erreicht. Ja? Vorher war es bei 62 um den Dreh so. Ne? Ja, von daher, da können wir sehr, sehr zufrieden mit sein, Genossen. Die Entfernung der meist verschmutzenden Anlagen hier. Ja, dann hatte ich mir hier überlegt, gut, stellen wir das auch weiter weg. Ne? Muss ja weiter weg, Genossen. Haben wir ja gelernt, muss weiter weg. Und was denn dazu führte, dass wir die Anlagen hier nach Waloka gestellt haben. Hier seht ihr das Kohlekraftwerk und das Heizkraftwerk. Kohlekraftwerk läuft gut. Die Arbeiterversorgung hier vom Kohlekraftwerk, die läuft hier mit über die Trolleybusstation.
Ja, es war notwendig, die Trolleybuslinie, die vorher ja hier lang lief, so, die Straße ist ja immer noch Trolleybus geeignet, zu verlegen, damit diese Station hier mit hinzukommen kann. Und ich wollte nicht, dass sie hier lang müssen. Denn diese Stelle hier ist berüchtigt aufgrund der Kiesausgabestelle. Manchmal, wenn ein größerer Schwung Bauarbeiten kommt, dann kommen hier so viele Kieslaster an, die stauen sich dann hier. Oder auch wenn hier einer die Orientierung verliert und mit einem Fragezeichen da blöd rumsteht. Ne? Und die Trolleybusse werden auch nicht überholt. Das heißt, es ist ja an sich heikel, an das Kohlekraftwerk, was Energie erzeugt, mit von der Energie abhängig zu machen, dass es selber, die es selber erzeugt. Also will ich damit sagen, Genossen? Astralsilber, was willst du sagen damit? Ja, ich will damit sagen, wenn die Arbeiterversorgung über die Trolleybusse läuft, die Strom benötigen, um vorwärts zu kommen, dann darf die Versorgung mit Elektrizität hier niemals unterbrochen sein, weil sonst unsere Trolleybusse stehen bleiben, die wiederum keine Arbeiter bringen und das Kraftwerk ja dann nie anläuft, Genossen. Und da ich auch in diese Zwickmühle, die ich vorher nicht so wirklich bedacht hatte, besser gesagt, mir waren die Konsequenzen dieser, die Dimensionen waren mir nicht bewusst. Das hatte ich ein bisschen negiert. Ne? Ja. Das führte dann dazu, dass hier die Trolleybuslinie lang lief, die hier schön lang fuhren, die Energieversorgung zusammenbrach. Daraufhin brach hier die Kiesausgabe zusammen, die ganzen Kipper standen hier, die Trolleybusse kamen nicht weiter. Ein Riesenstau, Strom war komplett zusammengebrochen. Ja. Ja, Genossen, deswegen, das dürfen wir nicht machen, das darf man abhängig machen. Deswegen haben wir hier jetzt die Hauptversorgung mit den Arbeitern, ja. Die läuft weiterhin über die Trolleybusstation, aber es gibt eine weitere Busstation und das seht ihr hier jetzt, Genossen. Und diese wird über, ja, wird über ganz normale Straßenfahrzeuge mit Arbeitern versorgt, ne? Erstmal einen Schluck trinken heute hier. Und dieses System der doppelten Arbeiterversorgung, das hat sich wirklich als zuverlässig erwiesen. Ja, das kann ich weiterempfehlen. Ihr seht es auch schon, es qualmt hier herrlich vor sich hin. Ja. Ja, ich dachte ja, guck mal, vorher hast du ein Heizkraftwerk gehabt in der Stadt und das hat ausgereicht, um die ganze Stadt sicher und zuverlässig zu versorgen. Also geh mal davon aus, dass ein Heizkraftwerk auch weiterhin ausreichen wird. Aber Pustekuchen, Genossen. Der Abstand auch des Heizkraftwerkes zu den zu dem endgültigen Wärmetauschern, quasi die Rohrlänge, die dazwischen liegt, die sorgt dafür, dass bestimmt ein Drittel der Heizenergie verloren geht hier auf dem Wege und dass dementsprechend die Infrastruktur ja deutlich überdimensioniert aufgebaut werden muss. Gerade wenn wir hier in Temperaturen denken, die bis minus, was hatte ich, minus 20, meine ich, war das Tiefste, was ich erinnern kann, die tiefsten Temperaturen. Ne? Und hier seht ihr das hier, das normale Heizkraftwerk mit 210 Gigajoule Wärme. Und das Holzheizkraftwerk auf der anderen Seite, da waren wir bei über 800 Gigajoule. Ne? Ja. Naja, als ich dann feststellte, dass dieses Heizkraftwerk auch nicht ausreicht, um Strausberg zu versorgen, hatte ich dann hier noch Ergänzungsbauten vorgenommen und weitere kleine Heizkraftwerke errichtet. Genossen, ihr seht es hier schon, dieses Heizkraftwerk Spaghetti, das sind alles kleinere Heizkraftwerke. Dieses hier auch aus dem Mod-Paket, was ich ein sehr, sehr schönes Gebäude auch finde, ne? Hier mit 15 Gigajoule, das heißt, hier haben wir auch nochmal 60 Gigajoule stehen. Und dieses hier auch aus einem Modset, aber ein anderes Modset, was ich euch aber auch mit in die Beschreibung reinpacke. Denn hier haben wir wirklich schöne Heizkraftwerke von den Texturen her auch. Ne? Die gibt es in dem roten Backstein und hier
in der normalen Steinoptik sozusagen, ja. Also das gefällt mir auch richtig gut, das ist richtig nice. Und das hat auch schon respektable 70 Gigajoule, ne, erzeugt das. Von daher, hier haben wir zusammen auch nochmal 130 und zusammen mit den 210, dann sind wir bei 340, ne. Was immer noch nicht mal die Hälfte ist, hier vom großen Holzkraftwerk, ne. Ja. Gut, Genossen, aber ich dachte, gut, Astral, hast du das alles aufgebaut? Hast du hier 5 kleine Heizkraftwerke? Hast du ein großes Heizkraftwerk? Hast das alles mit Kohle versorgt? Hast die Rohrleitungen alles gelegt? Und ihr seht es hier, ist der Versorger unterwegs. Denn diese Kraftwerke haben hier ein eigenes kleines Distributionsbüro mit 3 LKWs. Ja, davon 2 von den großen MA3 hier und ein Kipper, das ist auch ein, ach nee, das ist kein Tatra, das ist GZ66, okay. Der sieht aber auch ganz nice aus, ganz passend hier auch für so abgerockte Kohletransporte, ne? Also, finde ich ganz schön eigentlich, ja. Gut, die versorgen hier diese Einheit mit, diese 5 Heizkraftwerke mit Kohle. Und holen die hier ab, aus einem Zwischenspeicher über eine LKW-Belade-Unit. Ja. Da wird das abgeholt, Genossen, ja. Und die versorgen hier zuverlässig unser Industriegebiet und Teile der Stadt, Genossen, Teile. Denn nachdem alles schön aufgebaut, installiert und auch optimiert war, was bedeutete, die Hälfte wieder abzureißen von den Rohrleitungen, weil ich dachte vorher, ja, mehr Rohrleitung muss ja besser sein. Aber, nee. Pustekuchen. Es muss wohl ein gewisser Druck im System da sein, Genossen. Und ja, das zu ergründen ist anscheinend eine Wissenschaft für sich selber. Ja. Ich schaue gerade mal, aber die Zeit läuft ja heute. Ist ja ein Wahnsinn. Ich bin noch nicht weit gekommen hier. Wir sind gerade mal dabei zu besprechen, wie Strausberg mit der Heizungsversorgung umgeht. Ja. Schaut mal hier. Am Ende vom, also hinter Marktschacht sozusagen hier, nachdem ich dann festgestellt hatte, dass diese ganze Heizungskonstruktion, was wir hier gesehen hatten, ne, dass das nicht ausreicht, um Strausberg zu versorgen, Genossen, dachte ich, ja gut, Astral, dann setzt er halt noch ein Heizkraftwerk, und zwar das normale Vanilla-Standardgebäude hier am Ende des kohlefördernden und verarbeitenden Industriegebietes nieder und hoffst, dass das denn ausreicht, Genossen, ne? Und ihr seht es hier selbst, ja gut, hier sind nur halb besetzt, aber auf 90 Grad sind sie auch noch nicht wirklich. Ich meine aber, das steigt. Das ist natürlich auch immer von der Arbeiterversorgung abhängig, ja, die natürlich auch ein bisschen, ja, fluktuiert. So, und da haben wir dann nochmal 210, ne? Zusammen mit den 340 von vorhin, dann sind wir ja bei 540, 550, also bei guten 500 Gigajoule Heat. Und das reicht aber jetzt aus wohl, um Strausberg zu versorgen, Genossen. Ne? Ihr seht es hier, die umfangreichen Fernwärmeleitungskonstruktionen. Und ich hatte auch experimentiert mit den unterirdischen Leitungen, die im Workshop zu finden sind. Aber aufgrund der Höhenunterschiede, Genossen, da kam ich wirklich nicht so gut mit zurecht. Muss ich mal sagen. Ich denke, die sind gemacht für ebene Gelände, ne? Wo sowohl der Ein- als auch der Ausgang dieser, in Anführungszeichen, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, ihr könnt das natürlich nicht sehen, wo sowohl der Ein- wie auch der Ausgang dieser unterirdischen Leitungen auf einem Niveau, auf einem Level liegen. Ne? Ja. Ja, und hier, so finde ich es auch gut, weil dann sieht man auch, wo die Leitungen hingehen. Und ich denke, dass trotz dem, dass es mehr Leitungen geworden sind, trotz dieser Tatsache, dennoch die ästhetische Anmutung von Strausberg gewonnen hat. Denn die zuvor hier über die Hauptverkehrsstraße hier verlegten Leitungen, die sind weggefallen, Genossen. Ne? Hier, das geht jetzt alles schön direkt ab. Das heißt, dass das ganze
Zentrum hier eigentlich von Fernwärmeleitung verschont ist. Ja. Genossen, das reicht jetzt aus, um Strausberg mit Wärme zu versorgen. Die Kohleversorgung hier habt ihr sicher schon gesehen. Die läuft mit über den Zwischenspeicher, der noch aus der ursprünglichen Anlage der Anlage stammt. Ja, wird hiermit abgezweigt und läuft dann hier rüber. Interessant hierbei, Genossen, dass er sich bei dieser Aufstellung, ne, er hängt nicht mit am Zwischenspeicher, er hängt hier an der Straßenüberquerung mit dran, Genossen. Hier kommt unsere gesamte, ja, Republikkohle an, ne? Alles, was verarbeitet wurde, läuft hier rüber. Und bislang ist es ja nur hier in den Speicher gelaufen, Genossen. Jetzt hängt hier an diesem Übergang, ja, das hing hier vorher auch schon mit dran, die Kohleausgabestelle, die jetzt eigentlich überflüssig geworden ist, weil wir hier hinten jetzt eine haben. Ne? Das ist näher dran für die LKWs und haben wir auch so gelegt, dass die eben nicht durch die Kleingartenkolonie fahren müssen, sondern hier außen lang fahren. Ja. Was ich aber sagen wollte, Genossen, die interessante Tatsache ist, dass sich hier unser Kraftwerk, obwohl es ja die Gelegenheit hätte, hier viel mehr Kohle zu ziehen, ne? Denn diese 5 Anlagen erzeugen ja reichlich Briketts, sich dennoch nur den aktuellen Verbrauch holt. Also ich habe noch nie gesehen, dass hier in diesem Kraftwerk der interne Speicher auch nur eine Schippe Kohle hätte. Ja? Also das geht wohl alles hier on demand und es kommt gar nicht erst in den Speicher, Genossen. Alles, was hier reinkommt, wird direkt in den Ofen geworfen. Aber ihr seht es, es qualmt fröhlich und gut vor sich hin. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich komme jetzt nicht so hoch, um den Rauch euch hier zu zeigen. Ja, ja, das ist ein schöner Anblick. Ja. Ja, Genossen, das sind eigentlich die grundlegenden Änderungen hier in Strausberg. Wir hatten ja in der letzten Episode, kam das Krankenhaus dazu. Das war der richtig große Fortschritt. Und gut, jetzt sind natürlich auch weniger Patienten zu behandeln aufgrund der insgesamt gesteigerten Gesundheitssituation. Von daher können wir hier ein paar Arbeiter abziehen. Und sonst wäre es an der Zeit, für Strausberg neuen Wohnraum zu schaffen, Genossen. Diese Ecke hier, die ich aber eigentlich dachte, ich auch kannst ja bis hierhin Wohnraum machen, ne? Die hatte ich dafür vorgesehen, so ein bisschen. Da hatte ich allerdings hier auf dem Verschmutzungskompass oder auf der Verschmutzungskarte gesehen. Ach doch, das geht auch. Okay, da hatte ich einen anderen Eindruck vorhin, dass das alles gelb wäre. Aber genau, das ist eigentlich der Bereich, wo ich dachte, wo wir noch schön Bevölkerung mit ansiedeln können, Genossen. Ja? Das ist alles schön grün hier. Denn wer hier die nächste Erweiterung. Und da müsste man natürlich auch mal überlegen, ob es nicht an der Zeit wäre, hier auch eine Eisenbahnanbindung zu schaffen. Ne? Dass wir Strausberg vielleicht doch ans nicht bestehende Schienennetz mit anschließen. Aber gut, das ist Zukunftsmusik und die hört man gern, aber das verhallt dann auch schnell wieder. Ne? Bis dahin, apropos Verhallen, Genossen, da fällt mir ein, Musik und Musik kommt aus dem Radio. Angeregt wurde ja auch die Installation natürlich von hochinformativem öffentlich republikweiten Rundfunk hier. Und da wir den natürlich umfassend für unsere Propaganda nutzen können, Genossen, ist das eine Anregung, die wir auch sehr gerne mit aufnehmen. Ne? Ich war nur am Überlegen, ja, wo könnten wir denn das Radio hinpacken, Genossen? Damit wollen wir ja eigentlich nicht hier so richtig schön dieses Prime-Grundstück hier zu tackern, oder? Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Wollen wir schauen, ob wir ein schönes Radio haben? Können wir in der Episode vielleicht hier eine vernünftige Baumaßnahme mal angehen? Ja. Die Station hier am Zopp ist ja noch nah genug dran, ne? Um hier eventuell auch mehr Arbeiter zu versorgen. Ja, das sollte reichen, Genossen, das sollte reichen. Vielleicht, dass man den Zipfel hier mit wegnimmt und dann schauen wir mal, ob wir hier
auf die Schnelle ein schönes Radio finden. Ja, Fernsehen noch nie. Erstmal ein Radio Astral. Das wäre schon mal der erste Schritt. Ich bin jetzt gerade mal in den Mods am Schauen. Ich habe mich hier auch vorher wieder nicht schlau gemacht, wie es sich gehört, damit wir das hier zusammen ganz spontan erfahren können. Aber es kann auch sein, dass ich überhaupt kein... Übertragung nennt sich das. Ich wollte gerade sagen, dass ich überhaupt kein Radio habe hier in den Mods. Aber ich habe hier schon mal was gesehen. Übertragung, genau. Und das ist Gazeta. Gazeta ist Zeitung, aber Zeitung... Ich gehe mal auf Autobahn, ob er dann sagt, als was das funktioniert, das Gebäude. Gazeta. 25 Arbeiter. Ja. Nee, sagt er einem nicht, was die Funktion ist, ne? Übertragung könnte ja TV und Radio sein. Also meiner Meinung nach. Broadcast Station. Was ist das hier? Oha, das ist... Oh, das ist nice, ne? Ja, Genossen, das wäre doch was. Ja, das gefällt mir, Genossen. Das gefällt mir hier. Aha. Nur da müssen wir Arbeiter hinschaffen, ne? Da müssen wir Arbeiter hinschaffen. Den behalten wir mal im Auge. Broadcast Station AD2. Ost an Kino. Was ist das? Oh, noch ein schöner Turm. Oh, Genossen, es ist herrlich. Nice. Der gefällt mir beinahe noch besser als der andere, oder? Schauen wir mal hier. Ah, der ist ein bisschen... Ja, wir arbeiten uns hier langsam hoch, Genossen, ne? Ja, den wollen wir hier nicht verwenden. Fernsehsenderhaus, das ist ganz bescheiden. Small Radio, Genossen. Ist das so ein... Underground Guerilla Piratensender. Na guck mal, den können wir hier auf jeden Fall mit unterbringen. Ne? So ein ganz kleines Radio. Nice. Wer hätte gedacht, so ein kleines Radio. Oh, guck mal, das passt hier mit hin. Ja, das wird hier unsere Station Nummer 1. Wäre natürlich noch schöner, wenn der Fußweg hinten auch wieder anschließbar wäre. Deswegen, ich versuche das noch ein bisschen hoch zu klickern hier, aber wahrscheinlich reicht das nicht aus. Na komm, Astral, so. Oh, nee. Jetzt habe ich hier Autobild. Na gut, dann können wir uns das wenigstens mal anschauen. Das wollte ich auch so. Ich wollte doch nur gucken hier nach. Naja. Sag ich mal. Wir wollten uns das mal anschauen hier, den kleinen Piratensender. Ja, recht unspektakulär, oder? Das ist mehr hier so ein Stadtteilradio. Gut, lassen wir jetzt aber stehen, reiße ich jetzt nicht wieder ab. Hoffen wir, dass hier der Gehweg... Nee. Ah, doch. Nice. Das hätte ich jetzt nämlich gar nicht erwartet. Dann kommt der hier mit dran. Und den bauen wir aber so. Okay. Ja, den Gehweg bauen wir jetzt. Ja, super, ne? Das lohnt sich hier so richtig. Okay. Ja, Genossen, ein kleines Radio für Strausberg. Aber da muss noch mehr kommen. Das sehe ich auch ein, dass hier die... Das Geistige kommt hier bislang eindeutig zu kurz, ne? Das ist so. Alles wird hier nur auf das produktive Schaffen ausgerichtet. Ja. Ja, Genossen, es macht einen richtig guten Eindruck hier, unser Baugebiet. Ich will ja nicht hier so mich in Zufriedenheit ergötzen, oder wie sagt man das? In Zufriedenheit. Also ich will hier nicht zufrieden werden, ja. Aber bislang gibt es keinen Grund zur Klage eigentlich. Nee. Gibt es keinen Grund zur Klage. Und das war auch der Grund, so viel Geld aus dem Fenster zu hauen, Genossen. Nämlich ganz viele Sachen auszuprobieren, ob sie denn funktionieren und wenn sie funktionieren, sie bestehen zu lassen und zu optimieren, Genossen. Und ihr seht es hier. Nachdem ich nämlich hier das Heizkraftwerk errichtet hatte und das nicht ausgereicht hat, dachte ich, ja, Astral, du brauchst mehr Heizkraftwerke, das ist die Lösung, du mehr heißes Wasser. Und hatte hier ein Neuwaloka. Auch noch zwei von den kleinen 70ern waren das, ne? Ja, 70 Gigajoule Kraftwerken errichtet.
Ihr seht es hier, das ist die rote Backsteintextur im Gegensatz zu der hellen Steintextur hier hinten beim großen Heizkraftwerk. Ne? Und schöne Gebäude, oder? Schöne Gebäude, finde ich. Passt super in diesen roten Backsteinstil rein. Ja, wären hier über eine Ladestation. Hier seht ihr das, ne? Werden die mit Kohle versorgt? Denn der Kohleverbrauch, der ist überschaubar. Warte, geh mal hier wieder auf Play, lassen das mal laufen. Ne? Meine neue Tastatur, Genossen. Ich habe mir eine neue Tastatur gegönnt. Das ist so fantastisch. Ja, voll mobil mit Beleuchtung und richtig gut. Das macht richtig Spaß. Deswegen hatten wir diese LKWs, die MA3, ne? Die sind ja nicht mehr kaufbar. Die können wir nicht mehr kaufen. Also die Zeit für diese LKWs ist abgelaufen. Besser gesagt, die Produktionszeit ist abgelaufen. Die Gebrauchsdauer, die fängt ja gerade erst an. Und habe die abgezogen aus dem Konstruktionsbüro, lass mich überlegen, in Kolditz, glaube ich. Ich glaube, zwei kommen aus Kolditz und einen haben wir aus Neuwaloka. Ja, vom Straßenbau in Neuwaloka abgezogen, genau. Und die sind jetzt hier im Einsatz, ne? Das heißt, die sind auch nicht über ein Distributionsbüro. Ihr seht es ja, die stehen hier rum, sondern die warten einfach, bis sie entladen können. Und sobald er entladen hat, warte mal, können wir das mal hier simulieren? Können wir hier den gesamten Speicher leeren? Jawohl. Machen wir mal ein Heizkraftwerk leer. Ne? Seht das? Und die haben ja 40 Tonnen Volumen. Ja, dann fährt er los und der nächste kommt dann halt, ne? Die einzige Abweichung von der Route wäre dann ein Tankstopp sozusagen. Ihr seht es, hier müssen sie langfahren, denn wir können uns das mal aufrufen, Genossen. Hier beim Routentool holen wir uns mal die LKWs und dann, meint er, ich finde das so schnell auf die Schnelle. Neuwaloka Large Left Rig. Das wollen wir hier gerade mal finden. Neuwaloka Large Left Rig. Waloka, Waloka. Wir müssen Kipper. Das ist eine Kipperlinie. Die habe ich hier auch nicht. Strausberg. Hier, das ist LKW-Rohstoffe entladen. Das ist die Linie, Genossen. Dann zeigt er mir die doch an, wenn ich hier rüber hover, oder? Wo er langfährt. Macht er wohl anscheinend nicht. Genossen, bei den Bussen zeigt das ja so schön. Ach doch, hier macht das. Ich wollte gerade nörgeln. Bei den Bussen zeigt das so schön an. Ja, hier fahren die Kipper lang, Genossen. Das heißt, er holt sich hier über der Kleingartensiedlung bei der Ausgabestelle. Ne? Da holt er sich. Hier können wir eigentlich mal einen Kreisverkehr draus machen, Genossen, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Hier machen wir mal einen Kreisverkehr draus. Das müsste ja auch sofort eigentlich Auswirkungen auf die Route haben. Obwohl die Route, beim Trolleybus zeigt er auch die kürzeste Route an, die aber nicht, die aber gar nicht fahrbar ist sozusagen. Für den Trolleybus, ne? So, Genossen, haben wir jetzt hier halber Wege, vernünftigen Kreisverkehr, ja, ne? Eigentlich. Ich will nicht, dass er hier rechts abbiegt. Ich will, dass er hier rumfährt. Warum auch immer. Warum auch immer. Aber haben wir hier schon. Ja, haben wir hier schon, ne? Einbahnstraße. Haben wir hier schon Einbahnstraße? Ja. Ja, bei so kurzen Segmenten, da sieht man halt auch die Pfeile nicht so gut, ne? Von daher. Aber jetzt können wir es mal sehen, wenn er das schon verarbeitet hat, besser gesagt, diese Veränderung seiner Route jetzt. Nee, ne? Biegt hier links. Ach nee, doch, richtig. Ja, hier muss er ja links abbiegen jetzt. Er darf ja nicht andersrum. Ja. Na gut, das ist so ein untergeordnetes Thema, Genossen, in welche Richtung wir im Kreisverkehr fahren. Aber selbst die Ergänzung, und hier war ich auch inhaltlich so ein bisschen stehen geblieben, selbst die Ergänzung der hier in Waloka ansässigen, des in Waloka ansässigen Heizkraftwerkes durch diese beiden hier, mit 70 Gigajoule ja jetzt auch nicht gerade
ja, überschaubaren oder besser gesagt nicht gerade ja, ignorierbar. Ne? Das ist schon was, 70 Gigajoule. Selbst das hat nichts gebracht für, also hat nicht den Erfolg gebracht, der notwendig war, um Strausberg zu versorgen, Genossen. Und in der zu aufkommenden, ja, auch im Rahmen des Umbaus, das war ja immer nur, okay, baust du was, lässt ein paar Sekunden laufen, ne? Wenn das aber in der Kälteperiode war, der musste ja auch damit rechnen, dass die Leute schon direkt gehen, flüchten oder noch schlimmer, für immer gehen. Ja, meistens, naja, wie. Von daher, das war nicht ohne Genossen. Das war viel Try and Error probieren und das erklärt auch die immensen Ausgaben dafür. Ne? Ihr seht es, so langsam rappeln wir uns jetzt wieder hoch. Jetzt sitzen wir auf knapp 18,666. Ja, langsam. Langsam geht's hoch, Genossen. Langsam auch deshalb, weil ich den Stromexport so ein bisschen gedrosselt habe. Wollen wir mal schauen hier, ob hier alles okay ist. Ja, ne? Hier kann ja auch eigentlich nicht viel passieren. Mit unseren beiden Zügen, der Pendelverkehr läuft super und der Stromexport ist jetzt runter auf nur noch 20%. Genau. Nicht, weil unser Kraftwerk nicht mehr könnte, das ist es nicht, Genossen. Unser Kraftwerk könnte noch wesentlich mehr. Schauen wir mal. Das ist nämlich nicht an der Leistungsgrenze. Aber ich will es auch nicht überfordern, Genossen. Ja? Hier hängt eine 18 Megawatt Leitung dran und ein paar von den 2,35 Megawatt Mittelspannungsleitungen. Ja, mit ein paar meine ich, glaube ich, drei, was ja auch schon wieder 7, 8 Megawatt theoretische Leistungsabnahme wären. Zusammen mit den 18 wären wir ja auch schon bei 25, also überhalb der Kapazität dieses Kraftwerkes. Ja, das werden wir mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Nicht immer am Limit, Genossen. Ne? Denn hier ist die Arbeiterversorgung ja leider nicht ganz so stabil, wie es hier war. Aufgrund der fußläufigen Erreichbarkeit dieses Kraftwerkes durch die Genossen hier in den in der Hufeisensiedlung sozusagen. Ja. Genossen, Strausberg ist durch den Winter gekommen und 10.600 Leute, ist das gut oder ist das super? Ja, das ist spitze. Genau, das ist spitze, Genossen. Erwachsene Kinder null, aber über 10.000 Leute, also das hatten wir ja ewig nicht. Genossen, das hatten wir ja lange, lange nicht. Ja, das hatten wir besprochen, was hier in Neu-Valoka sich ereignet hat. Hier ist weiter nichts passiert. Dutschfurt, das Distributionsoffice hatte ich euch schon beim letzten Mal gezeigt, was hier für die Verteilung der Bürgerwaren zuständig ist. Aber Genossen, und das ist auch ein bisschen hier eigentlich das Highlight der heutigen Folge, nehme ich an. Denn die Bauarbeiten hier in Eisenhüttenstadt haben gewaltige Fortschritte gemacht und das möchte ich euch jetzt mal zeigen hier. Ihr seht schon hier mit dem schönen Leuchtturm, auch vom Hafen versehen jetzt, ne? Den wir auch gut aus eigener Kraft errichtet haben. Und unsere gesamte Hopperflotte, uiuiui, da ist die Stunde schon rum, Wahnsinn, Genossen. Unsere gesamte Hopperflotte, alle vier Schiffe liegen hier. Ja, und nicht auf Rede, wie sagt man, die liegen am Kai, die haben hier festgemacht und erwarten, entladen zu werden. Davon sind drei im Kohlependelverkehr unterwegs, man sieht es hier auch, die sind hier schwarz, ne? Und dieser Genosse Binnenschiffer, der ist mit Kiese unterwegs, Genossen. Denn was haben wir geschafft hier in Strausberg? Wir haben, ja, eine funktionierende Kohle- und Kies-Anlieferung errichtet. Ihr seht es, hier sind zwei große Lager, schön auch mit den verschiedenen Rohstoffen hier nebeneinander. Ne? Das hatte ich auch noch nie, dass die so farblich dann halt auch so nebeneinander liegen. Es wäre mal gut, alle möglichen Farbkombinationen da zu haben. Was haben wir noch? Kohle, was haben wir noch an Schuttgütern? Uran könnte man noch machen, Eisen könnte man noch machen. Ne? Ja, Eisenerz, Eisen. Das wäre nice. Irgendwie in so einem Sternkonstrukt. Ja. Gut, aber gerade wo hier die Stunde schon geläutet hat, da, lieber Astral, konzentriere dich mal bitte darauf, was du zeigen möchtest. Na gut, dann mache ich das. Wenn ihr das so sagt. Ja.
Ja, also die Anlieferung funktioniert, die Speicherung funktioniert auch. Hier haben wir mittlerweile eine Betonfabrik, die auch funktioniert, Genossen. Die ist in, ja, die ist produktiv. Holt sich der Kies hier, ne, aus der Anlieferung mit raus, der Zement hier aus dem Silo. Und dieses wird versorgt über ein Distributionsoffice in Valoka. Direkt dann dort aus dem dortigen Zementsilo mit heraus. Ja. Ihr seht es, was hier so lustig vor sich herqualmt, Genossen. Das war eigentlich mit das kleinste Heizkraftwerk, was ich so gefunden habe. Und ihr seht es auch hier, dass hier wieder ein IVW 50 mit am Start ist und dieses Kraftwerk versorgt. Ja, super LKW. Also auch mit der Lackierung hier in dem schönen Grau mit dem roten Fahrgestell. Das gefällt mir richtig gut. Und wir brauchen hier ein Heizkraftwerk, Genossen, denn die Betonfabrik, ne, Betonfabrik und die Asphaltfabrik, das Betonwerk, so heißt es, deswegen stutzt sich da, die haben halt beide Heizenergie nötig, hier Heizung nötig. Ne? Beide nur einen halben Kubikmeter, aber immerhin. Und wir wollen ja auch, dass die Sachen im Winter funktionieren. Ja, Genossen. Während diese Zone hier, dieser Bereich hier schon errichtet war, hatte ich nur leider noch keine Stromversorgung auf dieser Seite hier in Eisenhüttenstadt. Und der wichtigste Punkt, wie sich dann herausstellte, war eigentlich die hier ansässige Tankstelle, Genossen. Denn das war auf dieser Seite des Flusses die einzige Tankstelle. Und ein neuralgischer Punkt, gerade weil hier die Fahrzeuge aus dem Tunnel rauskamen. Und gerne auch den Tunnel zugestaut haben, ne? Wenn die Stromversorgung denn zusammenbrach. Von daher haben wir hier dieses Gebäude, Genossen, was ich auch, ja, jetzt sind wir hier im Gestänge gefangen, was ich hier auch zum ersten Mal verbaut habe, was ich euch auch gerne mit in die Videobeschreibung verlinke. Hier handelt es sich nämlich um eine, ja, um Aggregator sozusagen, um ein Dieselaggregat, ne? Und das braucht halt nur ein paar Arbeiter und Treibstoff, Genossen. Und dann erzeugt das Strom. Ja. Und das war fantastisch, weil hier seht ihr auch die dazugehörige Busstation. Die haben immer ein paar B1000 hier aus der Kleingartenkolonie sind hierher gefahren. Und was heißt sind? Fahren eigentlich immer noch. Abgestellt hatte ich es nicht. Ne? Da kommt er gerade, genau. Und hier seht ihr auch, die werden nicht über das Minol-Distributionsoffice mit versorgt, sondern das läuft mit über das Distributionsoffice, was unsere ganzen Gabelstaplerstationen versorgt. Die haben so diese ja, Sidejobs abbekommen. Und jetzt, wo die Arbeiter wieder da sind, seht ihr das. Gut, die Leistung ist natürlich bei Null, weil wir jetzt eine alternative Stromversorgung haben. Aber vorher war das die einzige Stromversorgung hier. Und ein sehr, sehr nützliches, cooles Gebäude, finde ich. Ne? Gerade ja, gerade in solchen Sondersituationen, temporäre Übergangsstromversorgung bis zur Errichtung des eigenen Kohlekraftwerkes. Ja, Genossen. Wie gesagt, findet ihr mit im Videobeschreibungstext verlinkt. Ja, dann gehen wir mal rüber, weil das möchte ich noch zu Ende bringen heute in dieser Folge kurz, dass wir uns anschauen, was in Eisenhüttenstadt passiert ist. Denn nicht nur haben wir das Denkmal vollendet, ich war hier eine schöne Perspektive finden. Ne? Ihr seht es hier, das haben ja unsere Bauarbeiter monatelange Arbeit hier diese riesige Stahlbetonkonstruktion errichtet, Genossen. Sie haben stattdessen angefangen, ja, was heißt stattdessen? Sie haben das errichtet und haben dann auch angefangen, die Fehlplanung der Führung, besser gesagt, meine eigene Verantwortlichkeit hier, meine Fehlplanung war das. Hier stand das Heizkraftwerk, Genossen, und hier stand das Kohlekraftwerk, ne? Ihr erinnert euch. Und damit war auch wieder der zentrale Punkt der Verschmutzung hier gegeben. Das geht natürlich nicht. Darauf wiesen die Kommentatoren drängend hin und diese Hinweise wurden auch gerne mit aufgegriffen, Genossen.
sodass ich euch die weitere Logistik in diesem Bereich, was ist denn da, ein Gebäude mit drei Schornsteinen, ein Gebäude mit drei Kühltürmen, das zeige ich euch in der nächsten Episode, Genossen, die sich dann auf die weitere, auf den weiteren Ausbau hier von Eisenhüttenstadt fokussieren wird. Und da freue ich mich richtig drauf, denn hier werden wir relativ bald, relativ schnell, viel schneller als viele es überhaupt erwartet haben, eigenen Stahl erzeugen können, Genossen. Ja, ihr seht es schon, da ist viel passiert und hier ist viel passiert. Aber das will ich in Ruhe mit euch besprechen. Und von daher freue ich mich auf euch schon jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Anmerkungen, bitte schreibt sie in die Kommentare. Da ist ein Riesenspaß, das zu lesen und auch zu beantworten. Ihr seht es ja, ich versuche ja auch, die Kommentare alle zu beantworten. Und das Einzige, was ich nicht sehe, was irgendwie YouTube, das ganze Kommentarsystem ist ja ein bisschen broken, was ich nicht sehe, sind Antworten auf Antworten. Das zeigt YouTube mir irgendwie nicht mehr an. Dann muss man sich da echt einloggen und der Sache hinterhergehen. Aber da übersehe ich dann öfters was. Also bevor ihr eine Antwort auf meine Antwort schreibt, dann könnt ihr auch besser gleich einen neuen Kommentar schreiben, weil der wird wiederum angezeigt, ne? Naja, aber das sind keine Probleme, das sind nicht mal Herausforderungen, das ist nur nice to know. Genau, comment, like, subscribe, da freue ich mich drüber und auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.